Mein Name ist Martin Graf, ich bin Coach und psychologischer Berater. Wenn es dich interessiert, etwas über dich selbst zu erfahren, dann schau dir folgenden Online-Clip an. Der heutige Online-Vortrag soll für Sie einen praktischen Nutzen haben. Wenn wir über Thema Angst, Zweifel oder Nicht-Zutrauen sprechen, dann kennen Sie alle wohl die Theorien darüber. Sie haben schon ganz viel Wissen, Sie haben wahrscheinlich schon Bücher darüber gelesen, vielleicht auch schon Videoclips angeschaut. Und in der Theorie wissen Sie wahrscheinlich, dass der Umgang damit anders funktionieren könnte, aber sie vielleicht an der Umsetzung bis jetzt gescheitert sind. Das hat einen einfachen Grund. Grundsätzlich ist es so, dass all die Theorien und das Wissen, das sie sich angeeignet haben, allgemein gehalten ist. Allgemein heißt für alle irgendwie verständlich und für alle irgendwie erklärbar. Und da beginnt das Problem, weil wir alle leben in unserer eigenen kleinen Welt. Und da funktioniert so etwas wie eine allgemeine Anleitung eben leider nicht. Das hat damit zu tun, dass wir alle unsere eigene Lerngeschichte haben. Lerngeschichte heißt, wir alle haben in der Vergangenheit unsere Erfahrungen mit dem Leben und mit unseren Mitmenschen gemacht. Und das hat dazu geführt, dass wir alle durch diese Lerngeschichte, durch diese Erfahrung unsere Persönlichkeit herausgebildet haben. Und die ist etwa so individuell wie Ihr Fingerabdruck. Und deshalb funktioniert Verallgemeinerung eben nicht. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, die ganze Thematik jetzt wirklich so runterzubrechen, dass wenn Sie sich beiläufig Ihr Thema aufschreiben, also ein konkretes Beispiel, wo Sie sich mehr Mut wünschen, wo Sie sich einen Mutausbruch wünschen, schreiben Sie sich das auf, weil dann können Sie durch den Online-Vortrag an den bestimmten Stellen für sich ganz eine eigene Gebrauchsanleitung schreiben, die Sie dann schon ab morgen umsetzen können. Das einfach mal so als Idee. Das heißt, wir schaffen heute ein neues Bewusstsein. Das klingt so großartig. Neues Bewusstsein heißt einfach, dass wir das Thema so individualisieren, dass es für Sie selber annehmbar wird. Eben passend zu Ihrer Lernerfahrung, zu Ihrer Lerngeschichte. Mit dem Ziel, weg von der Selbstsabotage zu kommen, also vom sich ständigen Beweis, von der ständigen Beweisführung, ich kann es ja doch nicht, ich habe es ja gewusst, oder ich traue mich nicht, oder ich schaffe das sowieso nicht, ich bin viel zu wenig gut dazu, dass wir uns von dieser Selbstsabotage lösen. Grundsätzlich ist es so, im Leben gibt es von außen her gesehen zwei Sachen, die auf uns einwirken können. Das obere, das sind unsere Mitmenschen. Das untere ist die Welt. Beides bieten Chancen und Möglichkeiten, damit wir uns unseren Mutausbruch entwickeln können. Die Pfeile zeigen die Wechselwirkung. Also zum einen wirkt die Welt auf uns ein, und zum anderen haben wir die Möglichkeit, auf die Welt und unsere Mitmenschen einzuwirken. Wenn Sie sich schon mal gefragt haben, ja, mit was wirke ich ein oder was wirkt da alles auf mich? Wir Menschen haben drei verschiedene Ebenen oder Funktionsweisen, wie wir mit der Welt interagieren können. Das ist zum einen das Denken, unser Gehirn. Und die meisten von uns kennen das Problem, das Teil ist ziemlich überzüchtet. Gelegentlich verselbstständigt sich das sogar. Das sogenannte Kopfkino. Ein weiterer wichtiger
Kanal ist unser Fühlen. Und vom Fühlen her, da beziehe ich mich jetzt nicht auf den Körper, also oft auf die hormongesteuerten Gefühle, aber auch nicht auf unser Körpergefühl, sondern auf die Intuition. Also das, was wir alle haben, aber bei uns allen nicht wirklich so gut geschult und ausgeprägt ist. Und das Dritte ist das Handeln, also unser Körper, der uns ermöglicht, die Welt zu erfahren, die Welt zu begreifen, die Welt haptisch auch spür- und erlebbar zu machen und mit unserem Körper etwas zu gestalten. Ich habe vorhin noch, und das ist mir wichtig zu differenzieren, körperliche Gefühle vom Körperbewusstsein, das hat damit zu tun, wenn Sie Ihren Körper berühren, löst das auch ein Gefühl aus. Das ist aber ein Körpergefühl. Wenn Sie im Alltag Stress verspüren, ist das ebenfalls ein Körpergefühl, weil das wird durch Hormone ausgelöst. Angst wird in dem Sinn über den Körper erfahren. Mut übrigens dann auch. Ist aber zu unterscheiden zum Fühlen, was die Intuition betrifft. Da differenziere ich ganz klar, weil die Intuition, das wahre Selbst zu fühlen, ist nichts anderes als der innere Bauchkompass oder wie Sie dem auch immer sagen wollen, oder der Herzkompass. Wenn wir von der Darstellung weitergehen, leite ich jetzt kurz mal her, wie eigentlich in einem Moment, wo Sie je nachdem mit einem Mitmenschen oder bei einem konkreten Vorhaben in die Angst, in den Zweifel, in die Bedenken kommen, statt sich einen Mutausbruch zu erlauben. Hier geht es jetzt nicht darum, physiologisch wiederum das Wissen zu proklamieren, weil welcher Teil in Ihrem Gehirn dabei wirkt, ist völlig irrelevant. Das können Sie sich so vorstellen, es bringt Ihnen nichts, wenn Sie bei einem Auto jedes Teil beschreiben können, wissen, wie man das zusammenbaut, wie man das auseinandernimmt, wenn Sie nicht in der Lage sind, das Fahrzeug zu lenken und zu verwenden, damit Sie vorwärts kommen, bringt Ihnen das Wissen darum leider nichts. Sprich, es geht darum, die Anwendung, das Selbstmanagement zu fördern. Das heißt, Sie kennen das bestimmt, wenn Sie im Hier und Jetzt an eine Situation geraten, mit einem Mitmenschen. In der Regel ist ja so, dass ein bestimmtes Verhalten bei Ihnen eine Irritation, also eine Unstimmigkeit auslöst. Oder, dass Sie ein unerfülltes Bedürfnis verspüren. Auf die Welt bezogen ist es, wenn Sie ein bestimmtes Vorhaben planen. Ob das jetzt ein Stellenwechsel ist oder eine Reise oder was auch immer, dann fühlen Sie intuitiv im ersten Moment das Bedürfnis, entweder eine Begeisterung oder wenn etwas im zwischenmenschlichen Bereich nicht funktioniert, eine Unstimmigkeit. Und im allerersten Moment wissen Sie auch, dass es jetzt Zeit wäre, zu reagieren. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Und das ist ganz wichtig, das passiert innerhalb einer Sekunde. Wir nehmen das jetzt einmal voneinander. In einer Sekunde heißt, Sie verlassen sofort das Hier und Jetzt. Und jetzt kommt eben das Spannende, unser Gehirn von der Funktion her. Sie stellen sich sofort die Frage, ja, wenn ich jetzt das, was ich sagen möchte, aufgrund meiner empfundenen Unstimmigkeit, ja, wie wird mein Gegenüber da reagieren? Oder wenn Sie ein Vorhaben planen, ja, wird mir das gelingen? Wird mir das ermöglicht? Und dann hat unser Gehirn ein Problem. Wir haben gelernt, nicht auf die aktuelle Situation einzugehen, sondern unser Gehirn spult mal zurück, weil unser Gehirn denkt nicht gern.
denkt nicht gern bedeutet, es macht sich nicht so gern neue Ideen. Also geht es zurück und schaut, habe ich schon mal irgendwie eine ähnliche Erfahrung gemacht. In meiner Lerngeschichte, das ist ja alles zwischen Ihren Ohren, alles noch abgespeichert, auch wenn Sie sich nicht an alles erinnern, habe ich schon mal so eine Erfahrung gemacht. Und dann wird unser Gehirn fündig. Dummerweise nicht im Können, sondern im Nicht-Können. Und das hat einen einfachen Grund. Wir speichern vor allem Erfahrungen, die verletzend waren. Und wenn Sie sich jetzt mal zurückerinnern, haben wir alle irgendwo, vor allem schon in der Kindheit, anerzogen bekommen, was wir können, was wir nicht können. Sie kennen vielleicht oder haben das noch irgendwo im Ohr, wenn uns gesagt wurde, dass wir vielleicht dumm sind, dass wir das und das nicht können, dass uns das und das nicht zusteht. Als Kind haben wir das neurologisch nicht verstanden, sondern was wir einfach erfahren haben, dass wir, so wie wir sind, nicht gut sind und uns nichts zutrauen können. Das heißt, wir rutschen in die Vergangenheit ab und dort kommt uns dann die Erinnerung, oh ja, genau, das konnte ich schon damals nicht, also kann ich es heute auch nicht. Und deshalb spüren die meisten dann in der Situation eine Blockade, Stress, Angst, weil das ist dann die natürliche Reaktion vom Gehirn, wenn wir über unser Kopfkino in eine Situation gehen, die schmerzhaft ist. Daraus hat dann resultiert, ja, wenn das früher schon nicht funktioniert hat, wenn mir früher schon klar gemacht wurde, dass ich das nicht kann, dass ich nicht fähig bin, ja, dann geht das heute ganz bestimmt immer noch nicht. Und so entwickeln wir Vermeidungsstrategien. Vermeidungsstrategien ist nichts anderes als uns aktuell im Hier und Jetzt vor neuem Schmerz, vor neuer Verletzung zu schützen. Das ist aber eine Falle, weil wir machen ja eine Rückwärtsschau und was vor 20, 30, 40 Jahren war, gilt für heute nicht mehr. Und trotzdem ist die Erinnerung im Moment dann so stark, dass wir uns nicht trauen, dass wir den Schritt nicht wagen, vielleicht sogar den Mund gar nicht aufkriegen. Und dann je nachdem lieber flüchten, selten mal kämpfen, meistens eher zur Salzsäule erstarren, bis die Situation durch ist. Nun ist es so, dass ganz wichtig ist, das ist es die Ausgangslage. Für Sie entscheidend zu wissen, ich habe vorhin gesagt, unser Hirn denkt nicht gerne. Das heißt, es geht lieber in die Vergangenheit. Oh, da hatte ich schon mal so eine Erfahrung. Oh, das will ich nicht mehr wiederholen. Und das ist kein bewusster Entscheid, den Sie treffen, sondern Sie lassen mit sich machen. Unser Gehirn hat aber eine geniale Funktion. Und zwar, das ist jetzt ganz wichtig als Ausgangslage für das, was Sie sich notiert haben. Unser Gehirn ist ewig plastisch formbar. Ewig plastisch formbar heißt, Sie können jederzeit neue Denkstrukturen aufbauen, neue neurologische Verknüpfungen herstellen und so Neues lernen. Das macht unser Gehirn nicht ganz so gern, weil das braucht Energie. Aber ich kann Sie beruhigen, wenn Sie im Alltag schauen, wie Sie sonst Ihre Energie zum Teil verschwenden, nutzen Sie das Ganze mal für sich, weil unser Gehirn ist von der Bedienung her, von der Anwendung her, eine Lösungsmaschine. Das Ding da oben wäre dafür ausgelegt, Lösungen zu erdenken.
Leider, das ist hier in der westlichen Welt so, haben wir das Thema Bildung anders kennengelernt. Bildung heißt ja, da irgendwie Wissen rein zu murksen und das dann zu rezitieren. Das heißt, wir greifen auf vergangenes Wissen zurück, statt uns zu erlauben, täglich durch neue Erfahrungen, durch neues Lernen immer aktuell mit uns unterwegs zu sein. Das führt dann dazu, dass wir unser Gehirn nicht als Lösungsmaschine brauchen, sondern gerne als Problemwälzungsmaschine, sprich Kopfkino machen damit. Kann man, muss man aber nicht. Wichtig ist jetzt auch, ich habe ihn vorhin erläutert, dass wenn unser Gehirn in die Vergangenheit zurückgeht, die alten schlechten Gefühle spür- und wahrnehmbar werden, weil das ist miteinander verknüpft. Und dann durchleben sie die ja noch wie einmal. Das ist dann immer das schlechte Gefühl, das sie wahrnehmen. Das sind aber, das können Sie sich so vorstellen, das sind wie kleinkindliche Erfahrungen. Das erklärt Ihnen jetzt auch, wieso gewisse Menschen dann in schwierigen Konfliktsituationen plötzlich ein kindliches Verhalten an den Tag legen. Weil wir rutschen ab in unser kleinkindliches Erleben, wo wir hilflos überfordert waren, wo wir keine Chance hatten, weil wir haben ja sehr schnell gelernt, wenn wir uns zur Wehr setzen, ist klar, wer der Chef oder die Chefin im Haus ist. Wir ja nicht. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, dass Sie sich in den entscheidenden Situationen im Hier und Jetzt emotional, vom Gefühl her, eben auch ins Hier und Jetzt holen. Das klingt so komisch, ist aber zentral wichtig, weil Sie sind ja mittlerweile älter. Klüger und weiser. Und im Unterschied zu früher eben auch fähiger. Das heißt, wenn ich das auf der Zeitlinie mal zeige, wenn im Hier und Jetzt eine Situation entsteht, wo Mut gefordert wäre und mein Gehirn dann in die Vergangenheit zurückrutscht, in meine kleinkindliche Erfahrung, ist meine Kompetenz ebenfalls kleinkindlich. Und da empfehle ich, können Sie auch in der aktuellen Situation dann machen, wie einen Schritt vorwärts richten Sie sich auf und werden Sie sich bewusst, dass Sie heute eine gestandene, erwachsene Persönlichkeit sind. Dass Sie heute stark, fähig und klug sind. Weil dann holen Sie sich wieder ins Hier und Jetzt zurück. Und dann beginnt der spannende Teil. Wenn wir aufgrund von Bedenken, Ängsten oder Stress in die Vergangenheit zurückrutschen, dann beginnt ja das Kopfkino. Kopfkino heißt, wir machen uns ja ganz viele Gedanken von Horrorszenarien, die jetzt eintreffen könnten, wenn ich mich vielleicht zur Wehr setze, wenn ich mich für mich einsetze oder mich durchsetze oder wenn ich mich klar positionieren möchte. Ebenfalls bei einem Vorhaben, da geht ja alles durch den Kopf, was schiefgehen könnte. Es ist aber wichtig zu wissen, das sind Fiktionen, Illusionen. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Und all dieses Kopfkino, diese Fiktionen lösen dann ganz logisch über den Körper Angst und Stress aus. Oder anders gesagt, wir beweisen uns dann mit dieser Dynamik das Nicht-Können. Und versuchen eben, neue Erfahrungen zu vermeiden, weil das gebrannte Kind meidet das Feuer. Dazu gibt es jetzt aber die Alternative. Der Mutausbruch. Mutausbruch
ist ein schönes Wort. Dahinter steckt die Strategie Bewältigung. Es geht also darum, sich ins Hier und Jetzt zu holen, sich ein Werkzeug anzueignen, wie ich das vorhin erläutert habe, damit Sie die Situation von sich für sich bewältigen können. Also das Ganze zu ermöglichen. Und wenn Sie dann beide Seiten haben, können Sie bewusst eine Wahl, einen Entscheid treffen, weil das nimmt Ihnen das Hirn nicht ab, das wählt nicht von alleine. Selbstführung ist hier das Motto. Damit Sie sich etwas ganz Entscheidendes erlauben können, wenn Sie Ihr Gehirn ins Hier und Jetzt holen, ermöglichen Sie sich, die Lösungsmaschine dafür einzusetzen, neue Lösungen, neue Erfahrungen und ein neues Erleben zu generieren. Und das ist von zentraler Bedeutung. Und es geht dabei eben nicht darum, für das Gegenüber zu denken oder sich zu überlegen, ja, ermöglicht mir die Welt wohl eine neue Stelle oder eine Weltreise oder was auch immer, sondern es geht nur darum, dass Sie die Wahl treffen und sich erlauben, eine neue, mutige Erfahrung zu gönnen. Sich in die Gegenwart zu holen, bedeutet eben, sich die Frage zu stellen, was will ich? Und was will ich nicht als Anspruch, Erwartung oder Wunsch an die Welt, sondern es bezieht sich auf Ihr Tun. Was will ich tun? Wenn ich eine Unstimmigkeit in mir feststelle, ich kann so das Backflash, also die Rückschau, kann ich nicht verhindern. Das macht mein Gehirn völlig automatisch. Was ich aber kann, ist das zu akzeptieren, wenn Sie das wissen, das ist das neue Bewusstsein. Okay, mein Gehirn geht bequemerweise zuerst zurück, um zu schauen, habe ich eine Strategie? In der Regel wird sie nicht fündig. Also erlauben Sie sich dann, im Moment zu fragen, was will ich tun? Und das findet nicht im Kopf statt, sondern da geht es auch wieder um ein Gefühl, weil in erster Linie haben Sie ja ein Gefühl, eine Unstimmigkeit wahrgenommen. Und jetzt geht es darum, wenn ich eine Unstimmigkeit feststelle, was wäre dann für mich stimmig? Und jetzt ist es halt leider so, dass weder Ihre Mitmenschen noch Ihre Liebsten, auch nicht die Familie und auch nicht die Welt in Ihrer Regie stehen. Nur Sie alleine stehen in Ihrer Regie. Was so viel heißt, wie Sie können nur Verantwortung über Ihr eigenes Denken, Fühlen und Handeln übernehmen. Und das ist jetzt zentral wichtig. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie führe ich Sie da durch, damit Sie für morgen eine Gebrauchsanleitung haben. Ich war da kreativ. Wie gesagt, ich hoffe, Sie können es einigermaßen lesen, sonst wie gesagt, einfach per Mail, dann stelle ich Ihnen das zu. Weil in meinen Coachings, in meinen Beratungen kommt das Thema immer wieder, ja, wir kennen alle das Problem, wir kennen alles das Dilemma, aber die Lösung nicht. Nun, das ist auch nicht eine Betty Bossi pfannenfertige Lösung. Aber es ist wie ein Wanderweg, der Ihnen Orientierung bieten kann. Gehen müssen Sie den Weg alleine. Aber wenn Sie eine Landkarte haben, den inneren Kompass zur Hand haben, ist 90% des Weges bereits gemacht. Dann geht es nur darum, Schritt für Schritt Neues zu entdecken. Und dafür haben wir unser Gehirn, Neues zu entdecken, neue Erfahrungen zu machen und Neuland zu erarbeiten. Und jetzt ist es halt so, die Welt ist entdeckt.
Das Einzige, was es noch zu entdecken gibt, liegt in Ihnen. Und dazu möchte ich Sie ermutigen. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt. Ja? Wenn wir von der Selbstsabotage wegkommen wollen, ist das ähnlich Positive die Selbsterfüllung. Selbsterfüllung heißt, wenn Sie eben Regie über sich übernehmen, Eigenverantwortung wahrnehmen, kommen Sie in die Selbsterfüllung. Dann müssen Sie sich täglich nicht verbiegen und irgendwie beliebt machen in der Hoffnung, dass man mal Erbarmen mit Ihnen hat und so Erbarmen mit Ihnen hat und Ihnen so ein Gudeli zuwirft. Sie haben alle Fähigkeiten, alle Ressourcen, um sich selbst, um die Ihre Erfüllung zu kümmern. Wie macht man das? Etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir Menschen in unserer hochtechnologisierten, ständig ablaufenden Welt nicht mehr machen oder viel zu wenig machen, ist innehalten. Innehalten heißt, nehmen Sie sich in Ihrer Alltagsdynamik, in Ihrem Funktionieren, in Ihrem hektischen Unterwegssein doch einfach mal raus. Machen Sie mal Pause. Und nein, dazu müssen Sie nicht einen Monat auf die Malediven fliegen und sich dort rausnehmen. Es genügt, wenn Sie 2-3 Mal am Tag sich 5 Minuten mal rausnehmen und innehalten. Am einfachsten geht das, wenn Sie die Augen schließen und einfach mal bewusst tief einatmen. Weil, ich habe ganz am Anfang gesagt, der innere Kompass läuft über Ihre Intuition. Ob für Sie etwas stimmig oder unstimmig ist, läuft über Ihre Intuition. Was so viel heißt wie, das Innehalten ist extrem wichtig, damit Sie überhaupt einen Zugang zu Ihren Bedürfnissen bekommen beziehungsweise überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, was für Sie dann stimmig ist. Die Menschen wissen immer, was unstimmig ist. Sie wissen immer, was nicht geht. Sie wissen immer, was falsch läuft. Sie wissen auch immer, was die anderen brauchen. Aber die meisten können mir die Antwort darauf, was sie brauchen, was ihnen gut tut, was ihnen gefällt, was ihnen wichtig ist, nicht beantworten. Und das ist schade, denn es ist nicht so, dass sie das nicht wissen. Mann und Frau nimmt sich die Zeit dafür einfach nicht. Und das ist schade, weil dann macht es flutsch und schon sind wieder 10 Jahre vorbei. Kann man, muss man aber nicht. Das heißt, gehen Sie mal in sich, um herauszufinden, was brauche ich, was tut mir gut, was wäre für mich stimmig, das dann aber auch in meiner Regie steht, statt tagtäglich Kopfkino zu betreiben in der Vorstellung, wie irgendetwas sein sollte. Weil Sie haben nur Regie über sich, Sie können also nur Ihr Verhalten, Ihr Vorgehen beeinflussen und leider nicht das Ihrer Mitmenschen und das der Welt. Das zusammen soll Ihnen helfen, zunächst mal herauszufinden, was will ich wirklich. Und das ist von zentraler Bedeutung, dass Sie das wissen. Weil Ihr Gehirn braucht ja ein Bedürfnis, braucht eine Idee, was Sie wollen. Sonst können Sie ja gar nichts verwirklichen. Der zweite Schritt ist dann die Eigenregie. Und wenn Sie jetzt den Notizblock nebendran haben, was ist mein wahres Bedürfnis? Kommt dann der nächste Schritt. Eigenregie heißt, formulieren Sie aus Ihrem Bedürfnis, weil das ist ja jetzt nur so ein intuitiver Impuls, formulieren Sie daraus, und für das ist Ihr Gehirn gemacht,
formulieren Sie daraus eine konkrete Aufgabe. Eine Aufgabe, die aber für Sie umsetzbar ist. Was so viel heißt wie, es bringt nichts, wenn ich die Aufgabe so formuliere, dass meine Mitmenschen dafür sorgen müssen, dass es mir gut geht. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich es aber so formuliere, ich schaue ab heute, dass es mir gut geht, steht das in meiner Regie, über das kann ich die Verantwortung übernehmen. Ich würde sogar noch konkreter formulieren, ihr habt ja am Anfang ein Thema aufgeschrieben, das könnte hoffentlich so konkret sein, es jetzt ähnlich positiv zu formulieren, was kann ich für mich als Aufgabe formulieren, das in meiner Regie umsetzbar ist. Weil wir alle haben die Fähigkeiten dazu. Der dritte Punkt ist ebenfalls ein ganz, ganz entscheidender. Fällen Sie dann einen bewussten Entscheid, eine bewusste Wahl. Oder anders gesagt, entweder ich will, ich kann, da gibt es dann noch verschiedene. Es geht nur darum, dass Sie sich dann erlauben, die Wahl zu treffen, ich will eine neue Arbeitsstelle für mich finden, zum Beispiel. Ich will eine Weltreise machen. Sie können auch sagen, ich will Millionärin werden. Kein Problem. Aber es braucht dann auch für Ihr Gehirn ein Entscheid, eine Wahl, weil das kennen Sie aus dem Alltag. Wenn Sie nicht Herr und Meisterin von Ihrem Gehirn sind, macht sich das selbstständig, weil Ihr Gehirn muss ständig denken. Das macht sich ständig Gedanken. Das macht zwar nur 2% von Ihrem Körpervolumen aus, braucht aber tagtäglich 20% von Ihrer Gesamtenergie. Das heisst, das Ding läuft immer. Spannen Sie es bitte in Ihren Dienst, weil wenn Sie das nicht tun, ist es logisch, dass sich das Teil von morgens bis abends Gedanken über die Welt, über andere und was auch immer macht. Das Schade daran ist, das Leben macht dann eben auch mit Ihnen, weil Sie brauchen Ihre Maschine am falschen Ort und nicht bei Ihnen. Der nächste Schritt ist die Erlaubnis. Auch dort formulieren Sie das, die Erlaubnis, geben Sie sich selbst die Erlaubnis, weil als Kind wurde uns in vielen Fällen die Erlaubnis nicht gegeben. Das kennen Sie, du darfst nicht, man tut nicht, das geht nicht, dies geht nicht. Und das ist ebenfalls in uns neurologisch abgespeichert. Ist dann vom Gehirn dann die erste Wahl. Oh. Wenn ich etwas vermeiden will, ich kann nicht, ich darf nicht, ich will nicht. Geben Sie sich bewusst die Erlaubnis und idealerweise benutzen Sie hier jetzt auch noch 1500 Jahre später. Nehmen Sie da bitte auch gleich noch Ihre Fähigkeiten, Ihre Ressourcen oder Ihr Potenzial mit rein. Ich darf, weil ich kompetent bin. Oder, wenn es etwas Zwischenmenschliches ist, ich darf mich wehren, weil man mit mir so nicht umzugehen hat. Wenn ich ja feststelle, dass etwas nicht stimmig ist, dann darf ich mich wehren, darf ich mich einsetzen für mich. Ich darf mich klar positionieren, weil meine Meinung auch zählt. Bringen Sie da Ihre Fähigkeiten bitte mit rein, weil das wird Sie stärken. Und das ist ganz etwas Wichtiges bei der Umsetzung. Und das ist dann auch schon der nächste Punkt. Umsetzung heißt, tun Sie es. Weil Sie können noch so viel denken, ohne eine neue Erfahrung, ohne ein neues Erleben bilden sich da oben keine neuen Verknüpfungen. Das ist sonst nur eine Simulation.
Und da können Sie gleich auch im Bett bleiben und träumen, das ist auch eine Simulation. Das mag schön sein, aber da entsteht nichts draus. Ganz am Anfang habe ich gesagt, das Handeln, das ist wichtig. Wir haben einen Körper, wir haben eine Stimme, um all diese Dinge zu manifestieren, sicht- und wahrnehmbar zu machen, nach außen zu tragen. Und das wird ein neues Erleben ermöglichen. Oder anders gesagt, das wird Ihnen eine neue Erfahrung ermöglichen. Und eben nicht sich bestätigen in Nichtkönnen, indem Sie sich selber sabotieren und sich dem Leben verweigern, sondern weil Sie sich erlauben, mutig etwas Neues zu wagen, neue Verknüpfungen zu machen und das Leben so neu zu entdecken. Und das ist das, was dann am Schluss Stimmigkeit und Erfüllung und ein gutes Gefühl auslöst. Und am Schluss haben wir noch das Optimieren. Wir alle wurden so erzogen, dass wenn wir etwas machen, dass es im Minimum perfekt sein soll. Das hat aber nichts mit Lernen als solches zu tun. Sondern das wäre dann ja auch nur Wissen rezitieren. Buch lesen, auswendig können, super. Lernen heißt, ich darf eine Erfahrung machen, für mich schauen, wie fühlt sich das an, bin ich dem guten Gefühl bereits etwas näher gekommen? Wenn ja, super, weiter so. Wenn nein, optimieren. Das heißt, Fehler machen ist okay und gehört dazu, weil Fehler ist in dem Sinn nichts Negatives, sondern nur ein Feedback, das Ihnen ermöglicht, aha, es ist noch nicht ganz stimmig, okay, weitergehen, bis es stimmig ist. Das heißt, das, was wir im Leben machen können, sind einfach nur neue Lernerfahrungen und die sind von zentraler Bedeutung. Das bringt uns vorwärts. Wenn wir uns das nicht erlauben, hat das sehr viel mit Stagnieren zu tun. Und das haben Sie vielleicht auch schon mal festgestellt, da vergehen irgendwie die Jahre, aber die Lebensqualität wird nicht besser. Und ich spreche jetzt von der gefühlten Lebensqualität, nicht von der materiellen. Und wenn wir uns dann neue Lernerfahrungen ermöglichen, ist das eben nicht so, dass dann das Leben perfekt ist, weil das Leben verändert sich ja ständig. Das Leben ist immer in Bewegung, wir auch. Das heißt, das Leben bringt immer Wellenbewegungen und fragt uns immer wieder, ist es für dich noch stimmig? Bist du noch wohl mit den Umständen? Ja oder nein? Und wir kommen auch immer wieder an neue Chancen, an neue Lernerfahrungen, an neue Möglichkeiten. Und dort ist der Mutausbruch eben wichtig. Weil wenn wir uns dem tapfer stellen, kommen wir zu neuen Erfahrungen, zu einem neuen Horizont, statt eben sitzen zu bleiben und den inneren Konflikt der Unstimmigkeit versuchen auszuhalten. Das heißt, es entsteht dann ein zirkulärer Prozess. Sie haben jeden Tag die Möglichkeit, innezuhalten, zu fühlen, bin ich für mich mit mir stimmig unterwegs oder will ich etwas ändern? Durchlaufen Sie das? Sie kriegen jeden Tag neue 24 Stunden geschenkt, damit Sie sich das Leben erfüllend gestalten können. Ja, dazu braucht es Mut. Und den haben Sie, wenn Sie sich erlauben, den bewusst zu aktivieren. Ich sage, bei den Coachings oder bei den Beratungen, ich erfinde das Rad nie neu. Gehen Sie davon aus, dass Sie alle Puzzleteile dafür bereits vorhanden haben. Meine Arbeit ist dann jeweils nichts anderes, als diese Puzzleteile gemeinsam mit Ihnen zusammen in ein stimmiges, und zwar für Sie stimmiges Bild zusammenzusetzen. Das hier sind alles Puzzleteile, die Sie bereits mit sich herumtragen.
Setzen Sie die mal neu zusammen und lassen Sie sich überraschen, was da alles möglich wird, wenn Sie sich immer wieder in die Gegenwart holen. Wenn Sie sich immer wieder erlauben, mutig für sich voranzugehen. Nicht für die anderen, nicht für die Welt, für Sie selbst. Und wenn Sie der Meinung sind, okay, ist spannend, klingt gut, da bräuchte ich aber noch Support, da kann ich Sie auch beruhigen, wenn Sie das Bedürfnis haben, Ihr Puzzle neu zu ordnen, ganz konkret, noch individueller, dann haben Sie auch die Möglichkeit, bei mir ein Coaching, egal ob live oder online, durchzuführen, um das noch zu spezifizieren. Eigenregie, Eigenverantwortung wahrzunehmen, heißt eben auch, sich zu fragen, was brauche ich, was ist das Beste für mich, das mich weiterbringt. Und das ist ein Luxus, den sogar ich mir selbst heute noch gönne. Ich komme auch nicht um diesen Mutausbruch heraus, Neues zu wagen, Neues auszuprobieren. Und dazu möchte ich Sie ebenfalls einladen. Wagen Sie mal etwas Neues. Wenn Sie der Meinung sind, das war jetzt sehr spannend, da bräuchte ich noch etwas mehr davon. Die Angaben finden Sie alle auf meiner Homepage, auf beyourself.ch. Da finden Sie auch alle Angaben zu den Coachings, den Beratungen, je nachdem auch die Möglichkeit, den Grundkurs Psychologie zu absolvieren. Aber unter Events finden Sie im Februar, 12. Februar, das Webinar zum heutigen Mutausbruch. Die Idee dahinter ist, um dort dann konkret am eigenen Beispiel an Einzel- und Gruppenarbeiten das Ganze noch spezifischer zu individualisieren und im Austausch, im Dialog dann auch zu spezifizieren. Ich hoffe, dass Sie für sich selbst auf Ihre Anfangsfrage, wenn Sie die notiert haben und sich beiläufig jetzt Notizen gemacht haben, dass Sie ein konkretes Vorgehen für sich gefunden haben. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft ganz viel Mutausbruch. Gönnen Sie sich den, weil Sie sind der einzige Mensch, der sich wirklich vollumfänglich für Sie einsetzen kann.